Cheers zusammen. Mein Name ist Tommy Finke und das hier ist Pandoras Plattenkiste, der Song-Podcast von Korrektiv Ruhr. Und hier stelle ich Lieder vor, die eventuell unbekannt sind oder bekannt, aber noch ein bisschen Fokus verdient haben, weil sie einfach gut oder skurril sind oder weil sie mir einfach gefallen. Und der nächste Song, über den ich sprechen möchte, ist der Song Plans for Nigel von der britischen Band Ecstasy. Der Bandname ist ziemlich bescheuert, weil ich muss dabei immer an 90er Jahre Rave-Partys denken. Aber der Song Plans for Nigel ist für mich atemberaubend. Ich habe den gehört und habe gedacht, was ist das denn für eine geile Scheiße? Es klingt total modern, denn diese ganzen Elemente, die man von heutigen Indie-Produktionen kennt, gechoppte Gitarren, tolle Bassline, ein Schlagzeug-Groove, der total Hookline-mäßig ist, also man erinnert sich sofort daran, wenn man es einmal gehört hat, hat mich total umgehauen. Und dann habe ich mich natürlich beschäftigt mit der Band, hat sich 76 gegründet und dann 2007 endgültig aufgelöst. Ich war total fasziniert von dem Sound. Der Song selber handelt davon, wie Eltern die Karriere ihres Kindes planen und ist natürlich der Zeit entsprechend zynisch. Hat mir übrigens auch beigebracht, dass es in England eine herausragende Stahlindustrie mal gab, die British Steel, wo der kleine Junge dann seine Karriere machen soll. Ich finde das Lied großartig. Es hat viele tolle Elemente. Ich habe auf keinen Fall glauben können, dass das von 1979 ist. Es klingt eher so wie von 84 oder 86, aber auch ganz modern. Das Wahnsinn. Deswegen hört doch kurz mal rein. Einer meiner aktuellen Lieblingssongs, Plans for Nigel von Ecstasy. We're only making plans for Nigel. Nigel just needs that helping hand. Hallo, mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.